Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Rule of the Waves 3. Wir befinden uns seit 10 Monaten im Krieg gegen diese widerlichen Italiener. Und wir werden es weiterhin durchziehen. Wir haben ja auch mittlerweile die Armee wieder mal unterstützt, dass sie einen Angriff führt. Erste Schiffe sind fertig, die zweite Kaiserreich ist fertig. Da wird gerade die Besatzung schick gemacht. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Dann gehen wir mal die Runde ab. Ja. So, Konvoi, Verteidigung. Gegner ist Italien. Wir gucken mal. Wir hätten zwei Kreuzer. Gegner auf zwei Kreuzer gegen vier Leichte und Zerstörer. Ja, das kämpfen wir. Um unseren Konvoi zu verteidigen. Das sind unsere U-Boote. U12 und U14 sind auch in der Nähe. Die könnten vielleicht gegnerische Schiffe wegschnapsen. Haben wir noch irgendwo U-Boote? Ne. Aber das wäre cool, wenn U14 oder U12 mal kein Handelsschiff reißen könnten. So, dann lassen wir mal laufen. Da ist unser Konvoi. Okay. Müssen wir warten, bis gegnerische Schiffe kommen. Okay. Unbekanntes Schiff gesichtet. Da sind die gegnerischen Schiffe. Wir gehen natürlich auf Maximum Warp und schneiden dem mal den Weg ab. Das sind die bestimmten gegnerischen Zerstörer. Wir gehen schon mal auf Breitseitenmodus. Sind noch nicht in Feuerreichweite. So, wir haben die ersten Schüsse abgegeben. Komm, wir machen mal einen Turn, dass wir dichter rankommen. Wir feuern erstmal, was das Zeug hält. Schießen auf einen leichten Kreuzer. Aber bisher haben wir nicht so viel Erfolg. Unsere 8-Zoll-Geschütze. Können wir noch ein bisschen schneller fahren? Ne, das ist die höchste Geschwindigkeit, die wir haben. Jetzt teilen die sich leicht, okay. Jetzt kommen sie ran. Dann machen wir hier einmal eine Breitseite. Sie schießen zurück. Wir den ersten Treffer haben. Turm blockiert. Wir wurden getroffen, okay. Gegen das Zerstörer greifen uns an. Da müssen wir mal einmal schöne Ausweichkurve fahren, damit wir nicht wieder torpediert werden. Jetzt gehen wir wieder auf Geschützkurs. Komm. Nochmal treffen hier. Da. Zerstörer haben wir getroffen. Adito-Klasse. Und nochmal ein Pelicano. Und nochmal ein Treffer auf dem Pelicano. Das wird ein Zerstörer sein. Pelicano-Klasse. Eine Korvette. Glaube, wir können mal 5 Minuten laufen lassen. Treffer. Was soll er haben? Was sagt unsere Einschätzung? Mittlerer Schaden, 20 Knoten. Okay. Glaube, den Konvoi haben wir erfolgreich durchgebracht. Und die Italiener gehen stiften. Wir lassen das immer 3 Stunden laufen. Und etwas schneller. Italiener gehen stiften, dann können wir nach Pola fahren. Und die ganze Geschichte ist erledigt. Dann können wir auch die Geschwindigkeit runtersetzen. Auf 17 Knoten. Dann ist das Gefecht zu Ende. Ich würde mal sagen, wir haben keine Schiffe verloren. Das ist unser Konvoi. Wir haben gewonnen. Wir haben den Konvoi sicher durchgebracht. Und was haben wir beschädigt? Ein Zerstörer natürlich.
Gut, das passt. Kleiner Sieg. 1000 Siegpunkte. Und wir erleiden Prestigeverlust, aber unsere Reich nicht schützen können. Und schon wieder eine Kriegsanleihe. Mein Gott. Okay, nee, wir sollten kämpfen, bis es Schluss ist. So. Das passt. Was haben wir hier? Minenschlitten für leichte Kreuzer und Zerstörer haben die Japaner erforscht. Okay. Dann gehen wir ab. Dann haben wir schon fast ein Jahr Krieg. So. Unser Budget ist ein klein wenig. Oh, der Bildschirm ist schon wieder verschoben. Ja. Merke ich gerade. Müssen wir gleich ändern. So. Drei leichte Kreuzer, sechs Zerstörer. Wir hätten einen Zerstörer. Was ist denn das? Konvoiangriff. Nee, das geben wir ab. Küstenbombardierung. Drei Kreuzer. Nee, das ist mir zu heikel. Konvoiangriff. Die Kaiserreich und Zerstörer. Das ist mir auch zu heikel, zu weit weg. Zerstörer-Raid. Okay. Oh, wir haben sogar Punkte gekriegt, weil sie uns nicht herausfordern konnten. Konvoi-Verteidigung. Ja, das hört sich doch wieder gut an. Das können wir nochmal machen. Die beiden. Franz und Dingsbums. Ein paar Zerstörer, ein paar leichte Kreuzer. Dann wieder U-Boote in der Nähe. So. U-16 haben wir diesmal in der Nähe. Okay. Dann lassen wir mal laufen. Da ist der Konvoi. Da sind die bösen Schiffe. Na, dann dampfen wir doch wieder volle Pulle hin. Maximalgeschwindigkeit, voll drauf, voll drauf. Diesmal beschießen wir sie besser. Wir haben auch einen besseren Winkel. Komm. Wir wurden getroffen. Wir haben eines auch einen Zerstörer mehrfach getroffen. Sehr gut. Schwerer Schaden. Es könnte sein, was haben wir denn getroffen? 5 Zoll und 7 Zoll Geschützen. Sehr gut. Leichten Kreuzer nochmal getroffen. Wir müssen ein bisschen reindrehen. Nochmal ein Zerstörer getroffen. Sehr gut. Noch ein Treffer. Dann haben wir ganz oben einen Kreuzer getroffen. Sehr gut. Dann Zerstörer nochmal. Hier können wir einen Zerstörer wegschnapsen. Das wäre natürlich ideal. Das machen wir mal. Drehen wir uns ein bisschen ein. Können wir kurzfristig die Entfernung verkürzen. Jetzt haben wir den leichten Kreuzer mehrfach getroffen. Mit was? Mit 8 Zoll Geschützen. Den anderen leichten Kreuzer, sehr gut. Wieder den leichten Kreuzer. Ein Kreuzer hat Feuer gefangen, wie es aussieht. Könnte im Feuer sein. Da hat einen ganz komischen Rauch, okay. Das Zerstörer hat leichten Schaden. Müssen wir gucken. Wir machen gleich einen Konterkurs, damit wir gar nicht erst Torpedoprobleme kommen. Da, Zerstörer wunderbar getroffen. Wir machen nochmal einen Konterkurs, wegen der Torpedogefahr. Sehr schön. Kugano-Klasse. Nochmal. Mit 7 Zoll Geschützen. Und noch ein Treffer auf den Zerstörer. Dann drehen wir uns hier ein bisschen ran. Der hat doch eine, müsste einen schweren Schaden haben. Der könnte doch sinken. Der 900 Tonnen Zerstörer. Wir drehen uns nochmal ein bisschen ran.
Treffer auf den Guglielmo Pictro Klasse. Dann schippern sie uns von dannen. Lassen wir trotzdem mal den Druck drauf. Noch einmal sie drauf. Vielleicht können wir dafür sorgen, dass die Schotten brechen bei denen. Mal lassen wir ihn noch schneller laufen. 3 Stunden. Unser U-Boot. Da gehen sie stiften, die Italiener. Und da sind sie in euren Hafen. Schauen wir einmal lang. Und es ist Nebo. 2 Zerstörer schwer beschädigt. Ein deutlicher Sieg für uns. Keiner ist entkommen. Kann alle Schiffe durchgebracht. Klack. So. Wir haben U22 in Dienst gestellt. Ja. So. Wir haben neuen Schaden. Kontrollforschung gebracht. Dieselgeneratoren. Aha. Unsere U-Boote haben uns nichts leider gebracht in der Flottenunterstützung. Das passt. So, was war denn das für ein U-Boot, das wir dann in Dienst gestellt haben? Aber Küsten-U-Boote. Ah ja, okay. Wir haben noch ein bisschen Budget über, dann können wir noch mal 2 Medium-U-Boote bauen. Ja, machen wir einen Einzelbau. Da machen wir. Das wird Buhai. Und das wird Hecht. So, wie sieht es aus mit den großen Schiffen? In 4 Monaten haben wir die anderen fertig, unsere Kontrollschiffe, damit wir die Handelsflotte schützen können. Wir geben ab. So, Zerstörer Raid. Ne, ein leichter Kreuzer, ne, das geben wir ab. Konvoiverteidigung wieder, das können wir nochmal machen. Und die beiden Klassiker wieder. Sind ein paar Kreuzer und unterstützende Streitkräfte. Naja, gucken wir mal. U13 ist unterwegs. Franz und Co. sammeln da schön Kampferfahrung mit. Oh, man kann das Schiff gesichtet. Da sind sie wieder. Ja, powern wieder auf. So. Lassen wir mal laufen. Diesmal scheint es eine ganze Menge zu sein. Wir schießen auf sie. Okay, eine Menge Zerstörer. Wir drehen uns mal ein, damit wir volle Breitseiten feuern können. Schöne Zerstörer getroffen. Die Piepio-Klasse nochmal, komm. Die leichten Kreuzer kommen nicht dran. Nochmal leichten Kreuzer getroffen. Adito. Wir cutten mal rein. Auch den Giacinto Carini-Klasse. Nochmal. Der fährt mir zu lang parallel. Das könnte Torpedoangriff werden. Wir drehen weg. Was haben wir hier? Ist das Rauch oder? Okay, ist nur Rauch. Da haben wir die Corini schon wieder getroffen. 900 Tonnen. 32 Knoten, schon recht moderner Zerstörer. Was haben wir denn getroffen? Mit 5 Zoll Geschützen, okay. Wir machen nochmal eine Hartkurve. Wir wurden getroffen. Da haben wir nochmal einen Zerstörer getroffen. Die Gigomio Papino. Da, das haben wir schön Zerstörer erwischt, sehr schön. Die Adito-Klasse. 7 Zoller, 5 Zoller und 7 Zoller, sehr gut. Wir drehen uns nochmal ein, dass wir schön in den Rücken fahren. Der Adito-Klasse nochmal, sehr gut. Ja. Zeig,
Zeig den. Adito auch nochmal getroffen. Nochmal mit einem 7 Zoll Geschütz. Sehr gut. Der leichte Kreuzer kommt da. Treffer auf den leichten Kreuzer. Nochmal der Kreuzer. Ja. Doch mal. Können den leichten Kreuzer vielleicht erwischen. Turm ist blockiert. Okay. Wir fahren mal leicht Südkurs. Der ist so langsam. 10 Knoten. Können wir den pushen? Das machen wir auch. Da haben wir wohl Maschinenraum getroffen. Können wir einen leichten Kreuzer wegnehmen? Das wäre natürlich ideal. Komm. Ist nur noch treffen. Wie viele Knoten hat er noch? Er ist jetzt auf 20 Knoten hochgegangen. Okay. Da war Maschinenraumtreffer irgendwie. Gegner Zerstörer pushen ran. Einmal getroffen. Okay, Zerstörer kommen. Da müssen wir jetzt. Wir machen nochmal eine Ausweichkurve, eine Karte. Und noch eine. Ich habe gar nicht erst in die Bredouille kommen. Und jetzt können wir Zerstörer zerhaken. Komm. Nein! Franz hat Magazintreffer gekriegt und es explodiert. Fuckel die Fuck! Ah! Und wir haben ja jetzt keine Sicht. Irgendwas treffen wir, wir sehen aber nichts. Okay. Da sehen wir wieder, wir brechen das Gefecht. Vielleicht ab. Wir fahren nach Hause. Wir haben den Konvoi durchgebracht, aber das ist trotzdem nicht gut. Und das pushen sie uns natürlich. Wir haben ein paar Treffer gesetzt. Es wird dunkel. Wir fahren nach Pola. Da ist die Franz explodiert durch Magazintreffer. Komm, Zeit lassen wir laufen. Wie gesagt, Zeit lassen wir laufen. Das bin ich mal gespannt. Wer hat ihn denn getroffen beim Magazin? Wir haben trotzdem noch gewonnen. Minus 7.000 Punkte. Sie haben ein Flugzeug verloren? Sie haben ein Zeppelin verloren, okay. Ja, wir haben natürlich ein Schiff. Wir haben eine Menge, ein bisschen Schaden gemacht, aber nicht wirklich. Die Zerstörer haben ein bisschen was reingekriegt. Ship-Details. Wer hat dann die Franz getroffen? Die Franz. So, Logbuch. Da haben wir einen auf dem leichten Kreuzer Eurydice getroffen. Torpedomagazin wurde getroffen. Dadurch sind wir explodiert. Der Zerstörer Freccia war das. Der Zerstörer Freccia. Hier, da. Da hat der echt was mit dem Geschütz. Gut, wir haben Siegpunkte gekriegt, aber natürlich, ja. Oh, die Offensive unserer Armee war einigermaßen erfolgreich, hat den Gegner mehrere Meilen zurückgedrängt und hat wichtiges strategisches Gelände erobert. Schick! So, wir haben drei U-Boote in Dienst gestellt. Also, Sindri ist jetzt endlich einsatzfähig. So, gut, wir haben Probleme bei den verbesserten Granathülsen.
Wir haben 80 Siegpunkte durch Klack verloren. Oh, unser Alliierter unterstützt uns im Krieg gegen die Italiener. Das finde ich gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir können hier ein paar Schiffe rumschicken. Wir sind jetzt ein Jahr im Krieg. Wir haben Budget plus. Dann gehen wir hier Schiffe im Bau. Ein Kreuzer bauen wir weiter. Wir stellen in den nächsten Monaten stellen wir die Eskorten fertig. Na, gucken wir mal. Ja. So, Schlachtschiff Begegnung. Gucken wir mal. Haben wir unsere beiden Schlachtis? Eingehendes Schlachtschiff, vier Kreuzer, vier leichte Kreuzer und Zerstörer. Das würde eigentlich gut ausgehen können. Oh, wir sind ganz schön verteilt. Okay, wir haben Scout Force entwickelt. Das ist der Kreuzer. Und die gucken beide nach vorne. Okay, ich möchte aber dich erstmal nicht scouten. Wir lassen das mal laufen. Bis wir natürlich was spotten. Und man kann Schiff gesichtet. Da sind sie. Okay. Du sollst mit maximaler Knotenanzahl ab nach Hause zu den und einem Schlachtschiffen fahren. Du natürlich auch mit maximaler Knotenanzahl auch zu den Schlachtschiffen. Was haben die Schlachtschiffe? Die Schlachtschiffe gehen natürlich jetzt auf ihre 17 Knoten und drehen sich leicht ein und versuchen das Gefecht zu führen. Der Gegner will nicht mitmachen. Okay. Wir müssen in andere Richtung drehen. Wir haben das Feuer eröffnet auf diverse Schiffe. Und auf uns wird auch das Feuer eröffnet. Da ist die Cornelo-Cicea-Klasse. Siebeneinhalber Gürtel. Okay. Zwei Deck. Die haben etwas schwächere Panzerung als wir und etwas leichtere Geschütze. Wir haben 8,5 Zoll. Wir gehen, drehen mehr, dass wir mehr Breitseiten schießen können. Ja, wir haben jetzt unsere Türme. Wir haben erstmal nur zwei Türme, die im Gefecht sind. Das müssen wir ändern. Wir brauchen mehr. Wir wurden einmal getroffen. Gegner dreht ab. Wir liegen dicht im Feuer. Gegner geht weiter nach Süden. Wir machen mal eine Kampfkurve. Nein, nicht mit dir nicht. Hierhin. Kaiserreicher soll eine Kampfkurve machen. Weil der Gegner hat das auch gemacht. So. Können wir mal Treffer setzen hier. Das ist eine ganze Menge. Die Kaiserreicher drehen sich noch ein bisschen weiter ein. Das müssen wir mal treffen. Wir sehen und schießen auf alles Mögliche. Cornelio Sicilia Klasse. Treffer. 12 Zoll. Geschütz hat einmal getroffen. Das ist ein Schlachtkreuzer. Aha, deswegen ist er so leicht gepanzert. Schießen noch auf andere Schiffe. Dreht euch mal ein bisschen mehr ein, dass wir da besser schießen können. So, Zinri hat Maschinenraumtreffer gekriegt. So, wir haben irgendwas Großes. Ein Cristoforo Colombo Klasse haben wir das erwischt. So, unsere Kreuzer. Also, ihr dreht euch hier hin. Unsere Kreuzer machen noch mal eine, ziehen einmal die T-Linie. Hier irgendwie mal ein bisschen Treffer setzen. Jetzt haben wir einen Zerstörer getroffen mit 7 Zoll. Schlachtschiff nochmal getroffen. Die Minerva hat einen Treffer eingesteckt. Okay, unsere Kreuzer müssen einmal ausweichen. Sonst kriegt er zu viele Torpedos rein. Das ist eine Riesenhorde da, ne? So, Minerva hat einen Turm verloren.
Das haben wir mal eine Christophoro-Klasse getroffen, nochmal mit 12 Zollgeschützen. Die scheint auch zurückzufallen. 10 Knoten hat sie nur noch. Die andere, nee, die andere nicht. Du hast keine 10 Knoten. Du hast 20 Knoten, 10 Knoten. Noch die fällt zurück, scheinbar. Die Minerva hat richtig eingestecken müssen. Ja, Schaden 55%. So, St. Georg. Geht in die Richtung. Die Minerva darf sich zurückziehen. Unsere großen Schlachtschiffe fahren in die Richtung. Haben auch volle Feuerkraft. Gib den Saurus. Treffen nochmal den Gegner. Ein Schlachtschiff von dem fällt zurück. Ganze Menge Treffer auf allen Parteien. Unsere Kreuzer werden, glaube ich, zusammengeschossen. Ja, und wieder zusammengeschossen wird. St. Georg, Alter. St. Georg kriegt ja. Okay, die St. Georg wird sinken, die ist hinüber. Gut. Nicht gut. Gegen das Zerstörer pushen rein. Wir machen ein Zerstörer-Ausweichmanöver. Haben schon ganz schön Schaden eingesteckt. Kaiserreich 34. Na, Zerstörer gehen auf. So, St. Georg wurde vom Torpedo getroffen. Das war der Zerstörerangriff. St. Georg explodiert. Die Minerva wird jetzt schön die Schlachtschiffe schützen. Während die versuchen, sich in Richtung Pola abzusetzen. Vielleicht können wir hier noch irgendwas reißen. Treffer auf den Zerstörer. Da haben wir den Zerstörer jetzt mal voll getroffen. So, Minerva, das alte Ross. Geht auch in die Richtung. Schlachtschiffe müssen nur noch ein paar Kilometer, 15 Knoten schaffen sie nur noch. Da haben wir nochmal den Zerstörer getroffen. Der brennt auch. Nochmal getroffen. Wir führen das Reichweitengefecht. Christopher Columbo-Klasse haben wir auf sehr lange Entfernung getroffen. Okay. Minerva hat nochmal einen Hulltreffer gekriegt auf dem Deck. Nochmal Roberto Umberto Klasse. Gegner Schlachtschiffe kommen ran. Wir schießen auf sie. Was das Zeug hält. Aber er treffen nicht. Müssen ein bisschen den Kurs ändern. Ein bisschen die Entfernung einhalten. Den Abstand. Komm, wir haben ein Schlachtschiff getroffen irgendwo. Umberto-Klasse nochmal. Jetzt sind wir in Torpedoreichweite. Das gefällt mir gar nicht. Wir werden ein bisschen wieder die Entfernung vergrößern. Nochmal ein Schlachtschiff getroffen, wie Umberto. Gegnerin Zerstörer kommen. Wir haben nochmal Treffer reingekriegt, wir haben nochmal Maschinenraum erwischt. Okay, das Zerstörer führen den Angriff. Das heißt, wir werden denen jetzt entgegenwirken, indem wir eine harte Kurve fahren. Und versuchen nach Pola durchzubrechen. Sindri wurde von Torpedo getroffen. Ich wusste es. Ah, Flutungsschaden. Sindri wird absaufen. 88%. Ja, die Flotte geht wenigstens tapfer unter. Erst treffen wir ein paar Zerstörer. Ja, ist ja gut.
Das ist der erste große Zerstör erste, die erste große Schlacht und wir werden unsere Schiffe verlieren. Kaiserreich, jetzt werden wir zusammengeschossen. Der Durchbruch, die Minerva sinkt. Du machst eine schöne. Wir haben jetzt auch mal den Gegner nochmal getroffen. Schippern einmal hier lang. Wir müssen versuchen, dass wir möglichst lange keine Torpedotreffer reinkriegen. Okay, Sindri hat es geschafft, nochmal Torpedo auszuweichen, indem sie sich ein bisschen manövriert hat. Kaiserreich hat einen Ruderschaden. Wieso fliegt Sindri noch weniger Munition? Okay. Vor die Kaiserreich. Kaiserreich muss irgendwie einen Ruderschaden haben. Jetzt dreht sie sich ein, da wo sie hin soll. Da werden wir richtig Prestige verlieren. Kommen wir den Zerstörer angeschubbert. Kaiserreich, du machst mal schön einen Ausweicher. Sinriser durchziehen. Kaiserreich, da soll nach Norden fahren. Wir können es ja schon fast sehen, wo wir hin müssen. Komm. Schleppt sich die Sindri echt noch bis zum. Oh, dann haben wir schön den Kreuzer getroffen. Nur Kaiser hat weniger als 50% Munition, ist nicht schlimm. Du fährst nach Pola, die Sindri fährt auch nach Pola. Schaffen wir es echt, vielleicht noch ein Schlachtschiff zu retten? Gegnerschiffe sind auch relativ langsam. So, Kaiserreich. Flutungsschaden nicht unerheblich. Wie sieht's aus? Was ist so ein Kaiserreich? Kaiserreich hat 80%. Gucken wir mal. 80%. Pola ist in Sichtweite. Mit 8 Knoten schleichen wir uns dahin. Wir müssen mal 5 Minuten laufen. Kaiserreich hat es geschafft, in den Hafen zu kommen. Vielleicht schafft es Sindri auch. Das wäre ja krass. Wir lassen laufen und hoffen das Beste. Haben wir noch ein paar Treffer reingekriegt. Sindri schleppt sich dahin. Gut. Die Schlachtschiffe sind irgendwie in den Hafen gekommen. Italien hat gewonnen. Italien hat auch kein einziges Schiff verloren. So ein Mist. Ein Prestige haben wir verloren und eine Menge Siegpunkte haben wir. So. Okay, unser Admiral, den wir da hatten, Marchetti, der durchschnittlich ist, den könnten wir, mal, weil er es nicht geschafft hat, auch rausschmeißen. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Nein, den lassen wir. Okay. Noch eine Kriegsanleihe. Okay, wir haben Probleme bei der verbesserten Granatkontrolle, Qualitätskontrolle. So, unsere U-Boote reißen leider nichts. Wir gehen nochmal eine Runde ab. So, die ganzen Schlachten müssen wir erstmal abgeben.
Lass mal warten, bis unsere Schiffe überhaupt wieder kampffähig sind. Das gibt ja natürlich extrem Siegpunkte. So, bessere Rumforschung kriegen wir auch nicht hin. So, wie sieht es denn hier aus bei Bau? Also in den nächsten Monat kriegen wir ein paar. Ja. Das geben wir alles ab. Gegner 20.000 Siegpunkte. So, wir haben vier Korvetten in Dienst gestellt. Dreifache Torpedowerfer. So. Okay, die Japaner haben uns unterstützt. Sie haben einen leichten Kreuzer Shino verloren, während die Italiener einen Kreuzzerstörer Simone Schiaffo verloren haben. Okay. So, das passt auch. So, dann haben wir hier ein paar Schiffe mehr für Trade Protection. Immer schon mal besser dran. So, Schiffe im Bau. 1000 haben wir frei. Dann können wir hier noch den Kreuzer. Dann haben wir nächste Runde noch mehr Schiffe im Handelsschutz. Das passt. Konvoiangriff. Nein. Oh, den müssen wir führen. Wir können nicht entkommen. Okay. Und der gleiche Kreuzer natürlich in sonst wo eine Arsch der Welt. Aber mit viele U-Boote. U14, U13, U23. Das ist doch was. So, wir lassen laufen. So, unbekanntes Schiff gesichtet. Und wir gehen auf Maximalgeschwindigkeit und gehen stiften. Den Kampf wollen wir nicht führen. Dann gehen wir ab nach Valona. Bisschen Glück. Wenn der Konvoi hochfährt, können wir vielleicht mit unseren U-Booten endlich mal was reißen. Ich staune, dass die Japaner auch so zusammengeschossen werden. U-Boote melden was. Ja, ab in den Hafen. Okay, U14 hat ist verspätet und hat sich nicht zurückgemeldet. Ist vermutlich verloren. Ein U-Boot. Und der Gegner hat auch ein U-Boot verloren. Die haben sich gegenseitig gekillt. Nein, der bleibt. Nochmal drei Korvetten in Dienst gestellt. Wir haben unsere gegnerischen Torpedos erforscht und bessere Technologie dadurch erhalten. Wir haben bessere Zielkontrolle erforscht. Verbesserte Dreiertürme haben wir einen Rückschlag erlitten. Jetzt haben wir die Dreier-Torpedostarter. Oh, wir könnten landbasierte Flugzeugbasen bauen. Sehr gut. Mit 20 Fliegern drin. Oh, wir könnten Flugzeuge entwickeln. Jagdflieger. Okay, gerne. Flieger, wir machen mal Zuverlässigkeit als Hauptpriorität und Feuerkraft als zweite Geschichte. Ja, U25 hat den italienischen Zerstörer Bontier versenkt. Gut gemacht, U25. So muss das laufen. So. Ihr werdet alle Handelsstützer. So, U25 hat ein Schiff versenkt. Wie sieht es hier aus? Wir machen noch. Da bauen wir noch ein paar U-Boote. Wir haben genügend Geld, um weitere von denen zu bauen. Machen wir nochmal drei Stück. Dann bauen wir noch weitere U-Boote. Wir haben U-Hai, U-Hecht. Dann wird es U-Barsch. So, wie sieht's aus? Unsere Kaiserreichsschiffe sind fast repariert. Die eine Runde machen wir noch. So, kleiner Kampf. Da soll keine Gegnerschiffe sein.
Das ist interessant. Wir lassen laufen. Oh, gerade Schiff gesichtet. Ein einzelnes Schiff. Was haben wir da? Leichter Kreuzer. Geh auf Maximalgeschwindigkeit. Was hast du da gespottet? Gegnerischer leichter Kreuzer. Okay. Jetzt sind wir im Beschuss. Wir schießen uns gegenseitig. Vielleicht können wir einen von diesen Iride-Kreuzern entschnappen. Wir haben ein paar Treffer, glaube ich, eingesteckt. Wir haben ihn getroffen, ein paar Mal. Leichter Schaden. Wir haben Turmprobleme. Vielleicht können wir den Kreuzerkampf gewinnen. Das wäre natürlich sehr geil. Müssen wir den Kurs ändern, weil er bestimmt Torpedo schießt. Und nochmal den Kurs ändern. Treffer. 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 Komm. Leichten Schaden haben wir dir wohl gedrückt. Wie ist bei dir aus? Paar Batterien schießen, nicht alle Türme sind feuerbereit. 3,6% Trefferchance. Was haben wir für einen Schaden? 23% und wir fahren in Richtung unseres Hafens. Wir versuchen es mal weiter durchzuziehen. Wir haben die Iride nochmal getroffen, sehr gut. Nochmal. Nochmal. Das haben wir eine ganze Menge Treffer reinkriegt. Also, versuchen es trotzdem nochmal. Treffer. Treffer. Dann immer noch mal 30%. Gut. Dann haben wir sie noch getroffen. Mit 3 Zoll Geschützen. Jetzt haben wir richtig reingekriegt. Okay, jetzt gehen wir stiften. Jetzt gehen wir stiften. Okay, das macht sie uns nieder. Verdammt! Da haben wir wieder zu viel gewollt. Kann man laufen lassen. Die schießt uns zusammen. Der brennt auch. Jetzt treffen wir ihn gut. Jetzt treffen wir ihn sehr gut. Okay. Einfach mal nichts machen. Wir saufen ab. Wir saufen ab. Und er ist vermutlich nicht schwer beschädigt. Wir gehen auf ultraschnell. Aurora bewegt sich wieder. Mit einem Knoten schleppen wir uns voran. Kriegen wir die Aurora in den Hafen? Da hat sie nicht aufgegeben. Es wird dunkel. Aurora schleicht sich. Nein, sie sinkt. Okay. Mittleren Schaden haben wir bloß gedrückt. Ah! So. Nein, wir werden weiterkämpfen. Wir werden hier nicht irgendwie einknicken. So. Wir haben weiter Probleme bei der Grad. Die Minen. Die Minenschienen kriegen wir nicht hin. Wir könnten vielleicht einen Seeflugzeugträger bauen. Okay. In Malaya gab es einen Aufstand bei den Briten. Er hat 17 U-Boote, hat der Gegner. Krass. Oh, Japan hat uns 92 Siegpunkte gebracht. Sehr schön. So, du kommst auch in den Handelsschutz. Dann hätten wir tatsächlich wie viele Handelsschützer? Fast genügend. So, U-Boote, da werden ein paar gebaut. Schiffe im Bau, da können wir hier noch mal ein bisschen weitergeben. Wir sind dabei, unser nächstes Schlachtschiff zu bauen. In einem Jahr ist es fertig. Wir haben den nächsten Kreuzer der Hofburg-Klasse. Sind die mit 10 Zoll Geschützen? Ne? 9x 10 Zoll. Ja. Deutlich größer.
3 Monate. Ja, wir haben es fast geschafft. So, unsere Schlachtschiffe. Gegen 6 Gegner-Zerstörer. Das probieren wir mal. Es ist dunkel. Nicht gut. Heißt, wir müssen ständig ausweichen wie die Verrückten. Wie spät ist es? Es ist 3 Uhr morgens. So, wir lassen einfach mal laufen. Jetzt können wir einen Kurs steuern. Und man kann Schiff gesichtet. Wir fahren direkt drauf zu. Nein! So, Maximalgeschwindigkeit. Gibt den Saurus. Gibt den Zerstörern Saurus. Trifft ihn mit 12 Zoll Geschützen. Wir wurden vom Zerstörer getroffen. Ah. Das ist angeblich schwierig. Das ist angeblich ein Schlachtschiff, um zu sein. Okay. Eine Sekunde noch. Ausweichen. So, dann wieder nach Süden schippern. Jetzt versuchen wir mal Breitseiten zu schießen. Ein Zerstörer getroffen. Mit 5 Zoll Geschützen. Sehr gut. 5 Zoll Geschütze machen doch Aua. So, jetzt können wir ein bisschen Zerstörer pushen. Die Zerstörer gehen stiften. Okay, wenn sie nicht wollen, dann können wir weiter nach Süden fahren. Brauchen noch die Maximalgeschwindigkeit. Wir cruisen, bis die Schlacht vorbei ist. Wir haben zumindest keine Schlachtschiffe verloren. Schon mal gut. Können wir jetzt mal hier? Vielleicht können wir da noch irgendwas Schönes sehen. So. Was tatsächlich ein Schlachtkreuzer in der Nähe. Wie viele Treffer haben wir denn einkassiert? Hütz. Ein Treffer. Die haben tatsächlich einen Treffer gesetzt. Wow. Und den Zerstörer zwei Torpedos geschossen. Okay. Das gibt ein Unentschieden. Wir haben 20 Siegpunkte gekriegt. Ja! So, wir haben vom Schlachtkreuzer Roma die Pläne gekriegt. Aha. Oh, 8. 2, 4, 6, 8. 14 Zoll Geschütze. Bessere Torpedo. Okay. Japan hat uns wieder Siegpunkte zugebracht. Ja, und dann, wann haben wir das nächste? Ich mache noch so lange, bis wir hier das nächste Verteidigungsschiff fertig haben. 2 Monate noch. Okay. So, Uhai, Uhecht, Obarsch sind am Arbeiten. Dann können wir vielleicht noch Uzander bauen. Achso, wir können Flugzeugbasis bauen. Flugzeugbasis in Dalmatien. Würde man sagen, Spolato. Und wir bauen eine in Albanien. In Valona. Dann Flugzeuge haben wir noch keine. Die werden noch, sind noch im Bau. Wir geben ab. Ja. Was ist denn das? Zerstörer. Müssen wir akzeptieren. Okay. Wir müssen den gegnerischen Konvoi angreifen. Es ist 18:18 Uhr. Es wird also nur dunkler. Okay.
Unbekanntes Schiff gesichtet. Und das ist der Konvoi oder nicht? Wir gehen auf Maximum. Schippern einmal ran. Soll gegen den Zerstörer sein. Versuchen wir mal einfach mal. Ist das vielleicht der Konvoi? Das sieht stark nach dem Konvoi aus. Hier im Dunkeln können wir jetzt echt gut munkeln, wie man so schön sagt. Wir haben irgendwas getroffen. Gegenne Pedro Klasse wurde getroffen. Wir gehen jetzt echt auf den Kurs und versuchen irgendwie ein Konvoi-Schiff zu erwischen. Oh, wir haben. Leopard ist gesunken. Leopard wurde vom mittleren Geschossen getroffen vom leichten Kreuzer. Torpedos sind raus. Die überhaupt nichts getroffen haben. Und Spalato sinkt ebenfalls. Okay. Das war mal nix. Nein, wir setzen ihn nicht raus. Ja, so. Studien auf gegnerische Flugzeuge haben uns ein paar Daten über die technischen Jäger Regiane 60 gegeben. Okay. So, Regiane 60 hat Feuerkraft 1, 79 Meilen Geschwindigkeit und 44 nautische Meilen Reichweite. Okay. Wir haben was für die Invasionskapazität erforscht. So weit sind wir, glaube ich, nicht. Gut. Dann gucken wir mal. Die Panther haben wir noch. Schlachtschiff. Schlacht. Nein, ist mal weit weg. Konvoiverteidigung. Bei uns in der Nähe. Kaiserreich und Sindri. Kreuzer ein paar leichte Unterstützung. Müssen wir auch annehmen. Okay. Wie spät ist es? Es ist 9:15 Uhr. Ist hellig da doch. Da ist unser Konvoi. Da sind die gegnerischen Schiffe. Ziemlich dicht sogar. Okay. Erstmal geht ihr auf Maximum. Nach Norden. Verteidigt den Konvoi. Wir öffnen das Feuer. Wir haben natürlich einen Schlagkreuzer, klar. Wir wurden schon getroffen. Dann wurden die Türme getroffen bei uns. Und durch den Rumpf. Und super. Oh, die Sindri kriegt schon wieder voll. Da irgendwas Gegnerisches haben wir getroffen. Ein Schlachtkreuzer vermutlichen. Noch ein Schlachtkreuzer drüber. Noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Noch einer. Ein Cristoforo Colombo. Ah, oh, den wissen wir. Den können wir doch mal zusammenschießen. Da. Das haben wir drei. 2 12-Zoll-Treffer. Und ein Torpedo haben wir gefeuert. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Nochmal getroffen. Der dreht weg. Noch ein paar Treffer. Ah, schade, nicht getroffen. Weil die Christopher Columbus schießt man das vielleicht zusammen. Sehr schön. Nochmal ein paar Treffer. Nochmal. Noch ein Treffer. Christopher Columbo ist ziemlich langsam. Könnten mal eine Kampfkurve machen. Den anderen getroffen, sehr gut. Jetzt gehen wir wieder nach Norden, weil es halt dunkel ist, ne? Konvoi müsste vielleicht durch sein. Das war nicht gut. Wir müssen mal sofort abdrehen. Okay, na dann fahren wir Richtung Pola.
Vielleicht haben wir die Cristoforo Colombo zusammengeschossen. Das wäre gar nicht mal so unschön. Wir gehen in den Hafen. Lassen laufen. Ah, es war noch in Dämmerung. Komm, nee, es soll schnell sein. Fast, komm. Und laufen lassen. So, der Gegner fährt zurück. Nur kommt. Patrouillenboote melden lauter gegnerische Schiffe. Das finden wir uns aber erstmal uninteressant, weil wir durch sind. Nicht normale Geschwindigkeit, Maximum. Oder können wir hier Endgame nicht? Safe Game. Können wir das irgendwie beenden hier? Okay, jo. Lass mal laufen. Bis vorbei ist. Jut, ist vorbei. So. Wir haben ein Schlachtschiff mittel beschädigt. Ansonsten haben sie auch nichts gerissen. Sie haben kein Handelsschiff versenkt. Wir haben alle Handelsschiffe durchgebracht. Wo ist denn hier? Regina Elenia. 17 schwere Treffer. Und sie hat es trotzdem nicht dahin gerafft. Schade. Wir haben trotzdem ein paar Siegpunkte gemacht. So, unser Spion hat was von einem japanischen Marine-Patrouillflugzeug was entdeckt. Kyushu Kufuyu. Aha. So, verbesserte Luftschiffmotoren. Sehr gut. Ah, U-24 wurde von Alexandre Porrero versenkt. Schade. Japan haben nichts gerissen. Japan hat minus 10.000 Budget. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie sieht es aus bei uns? Unser Bau. Nächste Runde haben wir wieder einen Küstenschützer fertig. Naja. Zerstörer-Rate. Können wir nicht viel machen. Müssen wir auch noch akzeptieren. Mit unserem einzelnen Zerstörer. Komm, der fährt gleich nach Durazzo. Dreh um. Du fährst schön nach Hause. Danach müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie mal. Nichts Schlimmes passiert. Und ein Hilfsschiff wurde versenkt vom U-Boot. Okay, sehr schön. Kleiner Sieg. Nein, komm, der bleibt. So, die Arciduce Francesco Carlo ist in Dienst gestellt. Dann haben wir verbesserte Panzerung. Sehr gut. Oh, wir haben neue Jägerprototypen. Was haben wir denn? Wir haben die Luna 10 und die Berg 11. Was haben wir denn? Der ist schön schnell. Okay. Maximalgeschwindigkeit 71, 45. Reichweite relativ gering. Zwei Feuerkraft. Also die Berg 11 gefällt mir. So. Malaysia, so. Wir haben U12 verloren.
20 U-Boote hat er bald. So, noch ein Handelsschützer. So, nochmal zwei Runden durchhalten, bis wir haben 11, bis die nächsten Handelsschützer fertig sind. Ja, komm, können uns den einen Prestigepunkt leisten. Ja. Kleine Begegnung. Das lehnen wir ab. Lehnen wir auch ab. Kreuzer-Action. Ja, wir haben nur noch. Okay, unerwartete Schlacht, die können wir nicht abgeben. Leichter Kreuzer. Gut. Auch der wird stiften gehen. Wir müssen das bisschen unsere Schiffe retten. Dann lassen wir mal laufen. So, komm. Maximum, das was geht. Ab nach Hause, nach Spalato. Komm. Geht auf das Handelsschiff, sehr gut. Das können wir mal wegen kaputt schießen. Wenn wir dich in Spalato haben. Hopp, komm. Wupp. Sind in Spalato, wunderbar. Dann lassen wir das wieder auslaufen. Jo. So. Ein Handelsschiff versenkt, ein schwerer Schaden. Jo, lassen wir weg. Ja, der Kaiser ist wieder enttäuscht, dass wir unsere Flotten nicht beschützen können. So, wir haben unsere Luftwaffenbasis in Dalmatien fertig gebaut und in Albanien. Gut. US-Jäger. Grumman Gosherk ist entschieden. Er ist schneller als unser. Okay, da haben wir wieder Siegpunkte verloren, weil wir blockiert sind. Ach, wir haben Kanonen. Ach, verdammt. Kanonenfutter Standard ersetzbar wurde von den U-Booten in ein Geschützduell versenkt. So ein Mist. Jetzt sind ihren 20 U-Boote. Japan bringt uns 44 Siegpunkte. Ja, ich glaube, wir werden das gar nicht mal hinkriegen. So. Der wird noch entwickelt. So, wir haben noch keine Schiffe, die wir hier einstellen, Flugzeuge, die wir noch reinpacken können. Dann geben wir eine Runde ab. Küstenraid. Keine Informationen über gegnerischen. Unsere Luftwaffenbasen könnten mitmischen. Ja, klar. So, Konvoiangriff. Lehnen wir auch ab. Kreuzerschlacht. Lehnen wir auch ab. So. Ja, die fragen wieder nach dem Frieden. Wir sagen nein, wir kämpfen weiter. So, unser Jäger, Berg 11, ist bereit für den Einsatz. So, wir verlieren wieder, weil wir blockiert werden. Die Rebellion in Malaysia setzt sich fort. Unsere U-Boote können nicht viel machen. So, dann gucken wir mal. Die Luftwaffengruppen. Das müssen wir mal gucken. So, Add Air Unit. Jäger. 20 Stück. Danke. So, wir ändern den Namen. Das ist die erste Jagdstaffel. Oder der erste Jaster. Passt. Und hier kommt die zweite Jagdstaffel rein. Das wird die zweite Jagdstaffel. Die zweite Jaster. So, dann können wir machen. Wir können hier die Rolle wechseln. Okay.
Okay, die Anzahl der Flieger. So, wie sieht es mal aus mit unseren Schiffen im Bau? In ein paar Monaten haben wir. Wir machen noch zwei Runden. Ja, ist egal. So, Konvoiangriff. Wir haben nichts in der Nähe. Da haben wir auch nichts in der Nähe, das wird nichts. Müssen wir akzeptieren, wir haben da nicht mal Schiffe. Komm, das müssen wir durchlaufen lassen. Sollen wir die Schlacht führen ohne Schiffe? So, wir haben hier eine Luftwaffenbasis und wir haben hier oben eine Luftwaffenbasis. Das ist schon mal cool. Wir könnten noch in Kataro und Pola. Kataro und Pola. Kataro und Pola müssen wir noch bauen. Komm. Kataro und Pola. Danke. So. Wir haben einen Hilfsschuss verloren, die nicht. Natürlich nur unentschieden. Okay. Nein. So, zwei Korvetten wurden in Dienst gestellt. Wir haben bessere panzerbrechende Geschosse erforscht, dank der Gegner. Nee. Das möchte ich nicht haben, keine Wasserflugzeuge. So, Japaner haben uns 37. Ach, so. Dann hat man gesagt, Flugzeugbasis bauen. Wir brauchen eine Luftwaffenbasis in, ist das Österreich-Ungarn, in Pola, ja. Upp. Und wir brauchen eine Basis in, was war mal gesagt? Ne. Das ist nicht Albanien, dann ist das noch Dalmatien. In Kataro, sehr schön. So, er kommt in den Schutz der Handelsschiffe. Ja, sehr gut. U-Boot haben wir auch nächste Runde fertig. Oh, nächste viele standen Kanonenfeuerstand. Das war dann, dass wir uns in Handelsschifffahrt schützen können. Jupp, geben wir ab. Küstenbombardierung. Wir haben einen Kreuzer in der Nähe. Nein. Kleine Flottenbegegnung. Da haben wir auch nichts. Kaiserreich. Wir sind hier immer so weit weg. Mehrere Schlachtschiffe und unterstützende Streitkräfte. Gegnerschiffe, drei richtige Schlachtschiffe. Ein normales, fünf Kreuzer, 28 Zerstörer. Nein, das ist mir zu weit weg. Kreuzer-Action. Da haben wir nichts in der Nähe. Gut, unsere Blockade. Wir werden seit knapp 2 Jahren blockiert. Sorgt natürlich für Probleme bei der Seebevölkerung. Wir haben zwei weitere U-Boote in Dienst gestellt. Und vier Korvetten. Russische Schiff. Ismael, okay. 29.000 Tonnen. Wir haben Probleme mit dem Dreifachrumpf. Verbesserte U-Boote, verbesserte kompresste Luft. Oh, wir könnten jetzt Schiffe bombardieren mit Flugzeugen. Und wir haben schon wieder einen, die Linz. Linz war ganz frisch in Dienst gestellt, unerfahrene Besatzung und schon versenkt. 22 generische U-Boote. Japaner geben uns 92 Siegpunkte. So, ihr kommt alle in Handelsschutz. Ah, das haben wir mehr als genug. So. So, dann bauen wir nochmal einen U-Zander. Und U. Stör.
Dann brauchen wir Zerstörer. Was brauchen wir? Wir brauchen vielleicht auch einfach, ja, Zerstörer können wir schneller bauen. Wir brauchen einen modernen Zerstörer. Autodesign. Komm. Das passt. Das wird schon stimmen. Wir haben noch keine Wasserbomben erforscht. Okay. Additional Torpedos. Wasserbomben hat er gar nicht reingenommen. Können wir also nicht so U-Boot-Abwehr nehmen. Krass. Okay. Das wird die Tiger-Klasse. So, Küstenraid. Wo sind Schlachtschiffe und zwei Kreuzer? Von den Japanern. Ah. Das ist ja mal cool. Vier Schlachtschiffe, so vier richtige Schlachtschiffe, zwei Uralt-Schlachtschiffe, zwei Kreuzer, fünf leichte Kreuzer, 33 Zerstörer. Da hier die Kakobai ist. Zwei 10 Zoll. Oh Gott, sind das alte, schlechte. Kako, was bist du? Kasuga, was bist du für einer? Kasuga-Klasse veraltet. Kako. Ist auch sogar Suga-Klasse veraltet. 1902. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben unkomponenten Schadenskontroll. Kapitän auf der Kaiserreich. Und auf der Sinri haben wir einen Kapitän Hansa. Keine Verbindung. Nein. Schlachtschiffbegegnung. Unsere beiden Schlachtschiffe. Fünf Gegner Schlachtschiffe. Das können wir nächste Runde mal auskämpfen. Können wir ja mal was wegschnapsen. Vielleicht haben wir Glück und schnapsen tatsächlich mal Gewehrs weg. Das wäre natürlich nicht unschön. Aber das heben wir uns dann gleich auf. Das akzeptieren wir mal. Wir haben auch ein U-Boot in der Nähe. Es ist auch 6 Uhr morgens. Wir haben U-16. Wir haben unsere Flieger. So, wir machen das mit Flugzeugen. Da haben wir sie. So, da stehen die Flugzeuge rum. Gut, das sind Daten, das passt gar nicht. 1970 kann es ja gar keine Luftwaffenbasis sein. Das haut überhaupt nicht hin. Also werden wir unsere Flieger hier. Okay. Gut, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Das speichern wir jetzt einfach mal. So, speichern. Und nochmal speichern. Na dann, liebe Bürger Schartane, dann bis zum nächsten Mal.